Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Espresso, zum Tagesausblick hier von CNC Markets. Es geht weiter nach oben, neue Rekorde in den US-Vorgaben, den US-Index Futures und auch den Terminal 30 hier nun auf dem Weg zu einem neuen Rekord. Es geht weiter nach oben. Die Nachrichten sind positiv. In letzter Sekunde ist der Brexit geklärt worden. In letzter Sekunde wurde das Konjunkturpaket unterschrieben durch Donald Trump am Sonntagabend. Jetzt die Nachricht, dass auch die Unterstützungszahlungen angehoben werden auf 2000 Dollar. Die waren zuvor, glaube ich, bei 800 oder bei 600 Dollar. Jetzt sind es auf jeden Fall 2000 Dollar. Das ist das, was der US-Präsident, der scheidende US-Präsident, muss man ja sagen, auch gesagt hat. Das wäre eine vernünftige Summe, die man braucht. Also, da 70% der US-Konjunktur abhängig sind von den Dienstleistungen, im Übrigen in Deutschland nichts anderes, in der US-Wirtschaft ist das auch so, ist natürlich der Konsum und die frei verfügbaren Einkommen sind wichtig. Und die Tatsache, dass jetzt die Menschen diese Unterstützungszahlungen auch ins neue Jahr, auch im Januar dann bekommen werden, was ja abgebrochen wäre, hätte man sich nicht geeinigt, ist eine positive Nachricht, die Goldman Sachs dazu bewegt, dass im ersten Quartal die US-Wirtschaft einen Wachstumsschub bekommen könnte. Die gehen von 5% Wirtschaftswachstum aus. Natürlich der Vergleichswert zum Vorjahr ist entsprechend niedrige Vergleichsbasis, weil man da diesen harten Lockdown hatten, der die Wirtschaft eben vor einem Jahr schwächte. Natürlich ist da ein kräftiges Wachstum da, aber der Wachstumsschub ist das, worauf die Märkte sich ja schon im Vorfeld eingeschossen hatten. Deswegen sind sie gestiegen und deswegen ist auch der S&P bzw. hier der SPX 500 Cash CFD. Aber sagen wir mal, zwei Drittel der technisch ableitbaren Rallye sind hier schon gelaufen. Sichtbar ist das der Verlauf von Mitte Dezember. Bis jetzt ist ja so erstmal haben wir eine Bodenbildung und dann wurden die einzelnen Auffächerungsmarken abgearbeitet. Zuletzt hat die 3734 wurde bullish getestet. An der Stelle kann man da so einen grünen Kreis drum zeichnen. Solange wir da drüber bleiben, ist 3792 nach oben möglich. Die 4236er Fibo-Extension wäre die volle Auffächerung nach oben. Da kann es dann nochmal in eine Übertreibung gehen in dem Bereich 3850, 3849. Und da liegt dann auch diese pinke Auffächerungsmarke, die aus dem Tageschart kommt und die nächsthöhere Auffächerung darstellt. Also, wenn man davon ausgeht, dass in der 4,23,6er Gewinnmitnahmen kommen könnten, ich weiß nicht, ob es so sein wird, aber wenn man davon ausgeht, dann dürften, sagen wir mal so schätzungsweise, zwei Drittel der Rallye gelaufen sein. Ansonsten geht es wirklich an die 3849, 3846 nach oben, dann sind wir so ungefähr ja, ein bisschen über die über den Zenit der Rallye gelaufen, aber haben noch so gut die Hälfte der Wegstrecke vor uns. Eine Nachricht, die mir aufgefallen ist, die ich dann doch sehr spannend finde, ist eine Einschätzung von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, die sagt, dass selbst mit dem Impfen, also wenn man geimpft ist auf das Coronavirus, dann ist man zwar selbst die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man einen schweren Krankheitsverlauf von Covid bekommt, aber man ist weiterhin, kann man andere Menschen anstecken. Und die sagen dann, okay, wir brauchen dann weiterhin das Social Distancing, wir brauchen weiterhin Masken. Und interessant ist das ja insbesondere für die Airlines und für die Lufthansa, für die Kreuzfahrtgesellschaften, all die Aktien, die jetzt eben doch sehr stark auch gelaufen sind in den letzten Tagen. Weil Menschen, die ja geimpft sind, da denkt man ja drüber nach, zumindest in Australien, die dortige Qantas Airline hat ja gemeint, wer geimpft ist, darf in Zukunft fliegen. Aber wenn die Menschen sich dann immer noch gegenseitig anstecken können, auch wenn sie geimpft sind, ist das Vorgehen eigentlich, wäre das nicht mehr sinnvoll, sondern man müsste eben immer testen und gucken, haben die Leute jetzt sind infiziert oder nicht, um dann sie auch reisen lassen zu können. Also das finde ich ist etwas, was relativ wenig beachtet wird, das, was die WHO da gesagt hat. Ich bin mal gespannt, ob es da noch Erläuterungen dazu gibt. Aber das ist jetzt die Nachricht, die mir jetzt wirklich aufgefallen ist, die sehr spannend ist, eben auch im Zuge dieser zunehmenden Sektorrotation, die jetzt eben auch dem DAX nützt, der eben auf die Wall Street jetzt endlich auch mit einem neuen Rekordhoch anknüpfen kann.
Im Detail werde ich mir das wie immer anschauen im Livestream, dann 9 bis 10 Uhr. Ich lade Sie herzlich dazu ein, da einzuschalten. Ansonsten wünsche ich allen einen erfolgreichen Handelstag und ja, bis morgen, wenn ihr wollt. Ciao.